heute hat sehr, sehr leicht angefangen und am Ende war viel, viel, viel zu schwer. Aber ja, Herausforderungen muss es geben. Auf jeden Fall für jedes Niveau gibt es was. Und heute hat das so ausgesehen. Wir zeigen das in einer Linie. Selbstverständlich sollte das klein im Raum getanzt werden, immer Platz reduzieren. Aber wir zeigen das jetzt in einer Linie, damit ihr das besser sehen könnt. Schritt, Schritt. Seid vor, rück, seid vor, rück, seid vor, seid rück, rück, seid vor, stopp, rück, seid vor, seid mit Gancho, ocho, rück, seid vor, rüber, voleo, Amerikaner, Pose. So hat das ausgesehen. Wenn wir beginnen, das aber Schritt für Schritt zu sehen, ist eigentlich nicht so schwer. Die erste Übung war einfach laufen. Laufen, 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 laufen. Immer bei der 1 im Ball. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Zweite Übung. Verdopplung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 1. 1, 1, 1, 3, 1. 1, 1, 1, 3, 1. Dritte Übung. Die dritte Übung war die Verdopplung, aber mit 4 Schritten. 1, 2, 3, 1. Weil wenn wir eine Verdopplung machen, machen wir normalerweise 3 Schritte, weil wir von einem starken Schlag zu einem anderen starken Schlag machen. Also das ist meistens im Tango 1, 2, 3 oder 3, 4, 1. Aber im Walz kommen wir nur von 1 zu 1. Also deswegen 1, 2, 3, 1. Und das hat so ausgesehen. 1, 1, 1, 2, 3, 1. So gekreuzt, ohne weitere Pivots zu machen. Es kann sein, dass die Frau versucht, dabei Pivot zu machen. Wenn sie Pivot dabei macht, passiert nichts. Wie würde das aussehen? 1, 2, 3, 1, es passiert nichts. Also wir bleiben so wie in einer Art von Amerikaner, aber vorne mit dem Knie eingebeugt. Es ist gar nicht schlimm, wenn das passiert. Wie kann ich das verhindern? Ein bisschen drücken hier, ein bisschen. Diese Seite von ihr, ihre rechte Seite, zu begrenzen. Wenn ich ihr die Signale gebe, damit sie den Pivot schwer machen kann, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie keinen Pivot macht. So einfach. Also dann 1, 2, 3, 1. Und sie kreuzt einfach vor. Danach haben wir noch eine Übung gemacht. Und das war Rück, Seite vor. Pause, rück, Seite vor, Pause, rück, Seite vor. Der Mann macht einfach vor, wechseln, rück, Pause, vor, wechseln, rück, Pause und so weiter. Die Frau geht um den Mann herum, immer rück, Seite vor, rück, Seite vor. Dabei ist wichtig, dass die Rotation unserer Oberkörper immer die Mitte von dem anderen suchen. Rück, Seite vor und rück, Seite vor. Wir rotieren leicht immer zu dem anderen. Dann haben wir beide Sachen verbunden. Was Beziehung. Die Beziehung. Ah, die Frau kann auch dazu eine Verziehung machen. Also vorne. Verziehung vorne. Rück, Seite vor, Verziehung, rück, Seite vor, Verziehung. Selbstverständlich, diese Verziehung ist optativ. Es ist freiwillig, muss man nicht unbedingt machen. Danach haben wir beide Sachen verbunden. Schritt, Schritt, 1, 2, 3, Kreuz, rück, Seite vor, rück, Seite vor. Nächste Übung. Und hier hat angefangen, alles ein bisschen komplizierter zu sein. Wir zeigen das mal hier. Rück, Seite vor, rück, Seite vor, rück, Seite vor, Seite rück. Was macht der Mann da? Der Mann muss besonders auf die Schritte der Frau achten. Rück, Seite vor, Seite rück. Ich muss immer wissen, wo sie ist, damit ich weiß, auch wo ich einsteigen kann. Sonst kann das echt gefährlich sein. Also, rück, Seite vor, rück, Seite vor, das sind die Schritte der Frau, was ich gerade nenne. Und dann rück, Seite vor, also den Seitschritt lasse ich aus, Seite rück, und dann gehe ich außen vorbei. Ab hier können wir nochmal Seite vor, Pause, rück, Seite vor, Pause, rück, Seite
vor, seit rück, seit vor. Und so wiederholen wir die Kombination. Aber danach gab es noch mehr Stoff. Und es hat so ausgesehen. Rück, seit vor, seit rück. Rotation von mir noch übertrieben nach links. Und dafür wieder rückwärts, rück, seit vor. Pack, Pause. Darüber haben wir gesprochen, über die Mitte. Die Aufgabe von der Frau ist immer, die Mitte des Mannes zu suchen. Die Aufgabe des Mannes, ihr manchmal die Mitte geben, damit wir harmonisch sind, damit sie nicht suchen muss, aber manchmal die Mitte leicht von ihr wegnehmen, damit sie die Mitte sucht. Wenn sie die Mitte sucht, das ist Bewegung. Sie bewegt sich dabei. So führen wir auch. Also die Führung ist nicht nur linke Hand, rechte Hand, Impuls von den Beinen, Hüften und so weiter, sondern die Mitte auch. Wenn meine Mitte hier weggeht, sie sucht meine Mitte. Warum bewegt sie sich jetzt nicht? Weil meine Mitte bei ihr ist. Also dann braucht sie sich überhaupt nicht bewegen. Das ist wichtig, um sich zu merken. Und dann kam ein Bonus. Und dieses Bonus hat so ausgesehen. Rück, seit vor. Rück, rück, vor, Pause, rück, seit vor, Gancho, Kick, Andeutung, innere Kante, ich gehe rüber, Schritt, Wechsel mit Voleo, Amerikaner und Pause. Dazu gibt es selbstverständlich nicht so viel Erklärung, das ist einfach ein Blitz, eine Blitzherausforderung für diejenigen, die das später zu Hause noch üben wollen. Abgucken, wir haben schon alles erklärt. Dieser Link bleibt jetzt auf die Ewigkeit. Abonniere diesen Kanal jetzt, wenn du diesen Kanal noch nicht abonniert hast. Und wir hoffen, dass diese Herausforderung euch viel Spaß bringt. Jetzt werden wir einen Tango für euch vortanzen und dann verabschieden wir uns für heute.